Oh oh. Hier geht's ja wirklich um ein bisschen mehr. Alles klar. Wolke ist noch gesetzt worden. Ich habe zwei Wolken dabei. So, das hier. Das ist übel. Das ist richtig übel. Das, finde ich, ist eigentlich das Schwerste. Selbst die... So. Mann! Geh doch da oben weg, du scheiß Oktopus! Blödes Pennervieh, so. Ja, und was mich aufregt, ist, dass wir immer wieder von vorne machen können, ne? Ja, geh kaputt, geh sterben. Wie schade! Wo ist der scheiß Lubber, der verdammte gelbe, grüne, lilane Fressotter? So. Warum, Yoshi? Warum? Lass deine Nase operieren, du Fettsack. Mann, ich werf hier aber auch mit Beschimpfungen um mich. Regt mich aber auch einfach nur voll auf, das Level hier. Ganz ehrlich. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder den Fehler gemacht. Fast. Man muss den wirklich so ein bisschen fallen lassen hier immer. Haha, und tschüss. So. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Donkey Kong Country Returns. Diese Tempel-Level, so ist das von der Schwierigkeit her, denke ich. Die habe ich auch irgendwie, weiß ich, wie oft ich die gespielt habe, bevor ich die konnte und euch dann gezeigt habe. Gerade das letzte Bananenlevel, da habe ich bestimmt irgendwie so meine 2 Stunden dran verbracht, das zu üben und euch dann zu präsentieren. Wenn man es einmal geschafft hat, dann ist es aber auch relativ einfach. Also was heißt relativ einfach? Aber man hat dann schon so ein Gefühl, man weiß, man hat es einmal geschafft. Und dann geht es eigentlich meistens auch. War zumindest bei mir bei Donkey Kong so. So. Einmal hoch, bitte. The Elevator. Boah, direkt in die Wolke. Jetzt will ich hier auch noch wieder ein bisschen mit Styles arbeiten, ja, obwohl es gar nicht nötig ist, hier irgendwie großartige Stunts zu fahren, weil man sollte einfach das mal normal schon hinkriegen. So, ich habe wieder 3 Wolken dabei, das ist sehr gut. Und da lachen sie einen an. Alles klar. Ein lustiges ist aber an dem System hier. So. Alles klar, sobald ich auf dem nächsten Grün bin, in das Feuerding rein! Sobald ich aber auf dem nächsten Grünen bin, spucken die Dinger, also machen die keine Kreise mehr. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen für mich. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. So, und das dauert natürlich jetzt... Je mehr wir uns vortasten, desto länger dauert das, bis wir wieder da sind. Und desto öfter wiederholen wir natürlich diese Dinge hier, ist klar. Und desto besser können wir die... Und desto schlechter gehen die anderen. Oh mein Gott, ey. So. Was sind wir im 2. Partzimmer, glaube ich? Was habe ich gesagt? 5 Parts traue ich mir zu, ne? Ah, das wird knapp. Ich kann das schaffen. Ich muss nur einen guten Lauf haben. Ich weiß noch bei New Super Mario Bros. Den letzten Endgegner, ne? Den letzten Bowser, den habe ich mit der richtigen Skillrunde hingelegt. Da habe ich das Schloss locker durchgemacht. Und ich habe direkt den Boss geschafft. Direkt so einfach platt gemacht. Müsst ihr euch mal angucken, letzten Part von New Super Mario Bros. Der war richtig übel gespielt, fand ich. War auch der einzige Part, der wirklich so richtig, richtig imbar war. Jo, und jetzt hängen wir, wie gesagt, hier an diesem schönen,
schönen Level hier. Wir wollen das irgendwie schaffen. Gelingen tut es mir nicht so recht, wie ihr aber auch ja zu Genüge Grad merken dürftet. Das war knapp. Und das erst. Jo. Wählen wir lieber die sichere Variante. Ich habe keinen Bock, nämlich das ist jetzt das. Normalerweise hätte ich jetzt so ein bisschen auf Risiko gespielt. Aber hier habe ich jetzt keine Lust. Ah, jetzt haben wir nur zwei. Keine Lust auf irgendein Risiko zu spielen, weil, ja, hier ist Risiko wirklich Risiko. Das ist mir ein bisschen zu risikoreich. Obwohl, man muss auf Risiko spielen. Teilweise muss man auf Risiko spielen. So. Also sagen wir es so, die... Verdammt! Die Galaxie hier, dieser Abschnitt müsste als erstes kommen. Vor allem, mich regen gar nicht mehr diese Teile auf, die da ihre Kreise machen, sondern mich regen einfach diese da oben auf, die meinen, sie müssten ihre Lavaballen und so mir in die Fresse klatschen. Die regen mich eigentlich jetzt am meisten auf von den ganzen Viechern, die es hier so gibt. Weil das hier haben wir ja jetzt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, schaffen wir das jetzt hier wieder nicht. Aber nee, das haben wir schon relativ gut im Griff mittlerweile. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen könnte, hier besteht irgendwie eine Riesengefahr, dass ich das hier nicht schaffe. Und das nächste hier haben wir, glaube ich, noch kein einziges Mal verkackt bisher. Klar, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Aber das hier ist wirklich nicht so die Welt. Da gibt es wirklich anderes. Ja, dieses eine da, das ist wirklich schlimm. Ich glaube sogar, dass ich mit den zum Schluss da mit den Typen gar nicht mal so unbedingt ein richtiges Problem hätte. Ich glaube wirklich viel mehr, wo wir jetzt das letzte Mal gestorben sind. Der Abschnitt in der Galaxie, der ist für mich der schwierigste und das wird auch der schwierigste bleiben, sein, ever werden, wie auch immer. Und wir sind bald am Ende des zweiten Parts, Leute. Das schockiert mich ja so ein bisschen. Obwohl, eigentlich sind wir schon relativ weit. Wie viele Abschnitte gab es nochmal? Ich glaube, 6 Abschnitte gab es, ne? Ja, 6 Abschnitte, sagen wir mal, gab es. Wenn das jetzt stimmt. Und wir haben... Ich habe 4... 3. 3 schon gemeistert. Also 3, wo man sagen könnte, da bin ich wirklich hier. Das ist ja der dritte. Da bin ich wirklich nicht schlecht. Das geht recht locker von der Hand, finde ich. Seht ihr, das war der dritte. So, jetzt aber der vierte. Der vierte ist wirklich ein Problem hier. Der ist ein Problem. Aber obwohl man da bestimmt, also wenn ich den Spieleberater gucken würde, der mir hier natürlich... Naja, ich weiß nicht, inwiefern der etwas bringt. So. Hä? Warum ist das jetzt... Nein, warum macht ihr den denn noch? Ich hab gedacht, den machen die nicht mehr, wenn ich auf dem Grünen bin. Dieser fetter Penner schon wieder. Hätte ich direkt, wäre ich direkt weitergesprungen, hätte ich es geschafft. Naja, gut, okay. Machen wir halt nochmal von vor. Ich hab schon keinen Bock mehr, ne? Aber hier wird wirklich die Disziplin und der Ehrgeiz wirklich extrem herausgefordert, finde ich. Gerade für Leute wie ich, die das nicht beim ersten Mal schaffen. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich wieder alle die totalen Instanter. Ihr schafft das wieder alle beim... Fuck! Ersten Mal. Entschuldigung. Naja, damit müsst ihr rechnen. Also wenn sowas... Mir ist auch schon wieder total warm hier gerade. Dann ist das eh schlimm. Wenn mir warm ist und ich so eine Scheiße hier machen muss, dann geht gar nichts mehr. So, komm schon. Kette dich bloß an so einem Dingen fest, du Yoshi. Dann schlage ich dich aber auf Lebenszeit. Jetzt muss ich dich schlagen, du... Ah. Albert, Mensch, Albert. Was machst du denn, Albert? Ja, Albert. Was ist denn mit dir, Albert? Alberto, was ist mit dir? So, auf geht's, weiter geht's.
Wir scheuen keine Mühen, dieses Level nun endlich zu schaffen. So. Warum schiffst du den da unten nicht? Ich raff das nicht. Warum nicht? Warum trifft der Penner wieder nur da oben?